Willkommen zurück, meine lieben Drachlinge, zu einem weiteren Part von Dragon Age Awakening. Ja, im letzten Part haben wir dieses Dorf im Nichts uns angeguckt und dann mussten wir gegen die Baroness kämpfen, also die da halt gehaust, die Hüterin. War halt so eine Blutmagierin war es gewesen, die Hüterin. Und ja. Besiegt haben wir sie nicht, sie hat es einfach nur so gegen Gerechtigkeit so ein bisschen geboxt. Ja, während wir dann gegen den ersten gekämpft hatten, der sich gegen uns gewendet hat dann, und gegen ein paar Aschegeister. Und ja, wir haben jetzt dann, wir sind dann von der Baroness zurückgeschickt worden. Sie hat dann halt Baron den ersten dann getötet endgültig. Und jetzt sind wir alle zusammen in der realen Welt wieder. Auch die Baroness selbst, die sich jetzt wohl in einen Dämon verwandelt hat. Und jetzt müssen wir die Baroness töten. Ja. Wieso was im Schleier? Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir da auch noch was machen. Ich sehe es ja gleich, wenn ich loslaufe. Aber zuerst wollte ich jetzt gucken, dass ich... Oh genau. Wie ihr seht, ich habe dann auch Gerechtigkeit jetzt bis jetzt ergriffen von dem guten Christoph. Ja. Gerechtigkeit erreicht nichts. Jo. Wir steigen auf. 72. Okay. Hat einen Streber, ey. 72 Klugheit. Nehmen wir das. Was nehmen wir hier von? Keine Ahnung. Oh, nehmen wir das hier, komm. Geistkrieger, um genau zu sein. Ja. Könnte Templer machen, aber dann wird die Magie ja weggemacht. Champion würde ich schon eher nehmen. Jetzt noch was? Nee. Okay. Plus vier Dinger sind da drauf. Ja, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, machen wir das so fertig. Komm. Schwert und Schild hast du, hast Schwert und Schild. Herrscher. Dann würde ich...
Explosion, wo Verbündete getroffen werden. Nein, ist nicht gut. Ich will jetzt auch nicht so lange hier rumhängen, warte mal. Wir haben jetzt bei Ihnen den Standard. Na komm, wir lassen das so einfach jetzt fertig. So. Oder warte, wie ist das jetzt mit? Definitiv genauso wie die. Und da du ja jetzt zu uns gehörst, Gerechtigkeit. Komm, schauen wir mal. Was hast du denn für Waffen? Schwert und Schild. Ja. Kurzschwert 2. Langschwert, ja. Vielleicht noch was drauf machen oder so. Und das ist jetzt ein Schwert. Ist das das Wappen der Coastlands? Wappen des Griffon. Warte, das können wir verbessern. Wir haben zwei bessere. Oder ein besseres, eher gesagt. Okay, das klingt besser als das da unten. Das Lancing-Shell kriegst du. Okay. Rüstung des Peters. Schick. Sieht mal cool aus. Richtig böse. Okay. Noch. Sturmjäger-Sachen. Handschuhe, ja. Kannst du so lassen. Wieder auch schick aus, der junge Mann. Was ist da jetzt Ringe? Kälteresistenz, warte mal. Ja, soweit für Krieger. Christophs Medaillon. Gürtel des Schwertkämpfers. Gürtel von Kairi, bitte. Nun gut. Ja, da wir ihn jetzt ausgerüstet haben,
Speichern. Ab geht's. Kommt. Edelt. Da war ich schon zum Kotzen. Noch einer? Genau wie das geschehen. Hier sind überall Truhen jetzt. Mit Loot. Oh. Stiefel des Behüters. Zack. Oh, sieht böse aus. Schön böse. Oh, das ist eine Truhe. Eine Truhe. Danke. Schädelbrecher. Ja. Oh. Wer hat doch jetzt schon ein Schwert? Oder soll ihm wirklich das geben? Nein. Das, was er hat, ist besser. Okay. Da hier unten muss man noch rein. Müssen wir uns hier irgendwie hier runter fummeln. Ich will erstmal hinten rein rumlaufen. Sammeln wir erstmal die Truhen ein. Oh, da sind wieder welche. Oh ja. Ich verfüge über die Macht der Welt. Oh, nein. Nein, nein, ich stehe wieder rein. Nein, 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 raus. Wo bist du? Geh mal näher ran. Hallo, Leute. Ich hatte ihr auf aggressiv lassen wollen. Zack. Sind fertig. Dann greifen die auch eher an. So, Sekron. Dann bist du da. Okay. Sigrun, meine gute. So. Das. Und dann. Gehen wir mal weiter. Habe ich noch was für dich? Kannst du das hinnehmen? Das kommt.
bin erfreut. Todeswurzel. Das sind die Knochen, die hebe ich nicht auf. Na? Hier ging's doch hoch, genau. An den Dornen vorbei. Bannbeschichtung. Ja. Junger Mann, komm mal her. Ja. Wird besser. Zack. Siehst du komplett böse aus, ey. Aber irgendwie, ich muss sagen, die Rüstung gefällt mir. Ja, unten ist noch ein Riss. Ja, da gehen wir hin. Oder gehen wir hier erst da hinten hin. Ja, ich geh erstmal dahin. Kümmern wir uns um die und dann schauen wir mal. Ach, das war schon. Yeah. So. Hier rum. Und ich laufe falsch. Ja. Wer ist denn da unten am Stehen? Hör mal, du Idiot. So, kommst du mit oder was? Kommt, Mädels. Und Jungen. Hier ist das Kampf. Spaß mit dem Lachen, ne? Elfenwurzeln, die hebe ich jetzt nicht auf. Du kannst mir nichts anhaben! Bevor wir uns um die Alte kümmern. Wo warst du denn? Hä? Du kommst hier so langsam angetrottet. Okay, der Helm des Behüters. Ja. Wir schauen mal, wie der aussieht, aber wir lassen ihn aus. Wäre eigentlich cool, aber ne, ich habe das ja immer so gemacht. Ach ja. Du, was ist das für dich? Nee. Was will ich bei deinen Sachen? Und Frau Sigrun. Wir können
können uns weiter unterhalten, sobald wir die Hexe gefunden haben und wissen, was aus ihr geworden ist. Müsst ihr mich aus meinen Gedanken reißen? Hey. Wie anders die Oberfläche doch riecht. Mädchen? Sei nicht so frech. Ah, apropos Gerechtigkeit. Wir haben ja einiges ja für dich hier in unserer Kiste hier. In unserer Kiste, in unserem Zeugs hier. Einige Geschenke für dich. Die können wir dir eigentlich, glaube ich, jetzt geben. Ne? Komm, machen wir einfach. Bevor wir dann im nächsten Part die Alte da verprügeln. Gerechtigkeit. So, schauen wir uns das mal an. Elfengebet für die Toten. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Mhm. Lyrium. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Ja, bitte. Christophs Medaillon. Mein Dank ist euch gewiss. Das Andenken. Mein Dank ist euch gewiss. Das ist doch was für... Ach, scheiße. Das haben wir jetzt, glaube ich, erst gesehen. Kacke. Das wäre was für ihn gewesen. Traumverse. Mein Dank ist euch gewiss. Das war alles. Wenigstens das Spielzeugvers. Spielzeugstreitwagen. Spielzeugvers. Spielzeug fährt hier. Ogren. Kacke, das ist für Ogren die beiden Sachen. Der Lyriumring ist noch für ihn, okay. Was ist das für ein Klang? Welch wundervoller Gesang. Der Stein in diesem Ring besteht auf... Darf ich ihn behalten? Gehört er mir? Natürlich, das ist bei Geschenken so üblich. Wenn die Sterblichen im Nichts von Lyrium träumen, ist es etwas anderes als dies hier. Das Lied macht mich traurig. Aber es ist auch atemberaubend schön. Ich muss... Von allen Dingen, die ich in dieser Welt gesehen habe, ist dies hier das Kostbarste. Ich werde ihn bei mir tragen, um mich immer daran zu erinnern, dass selbst im Unglück noch Gutes zu finden ist. Hey. Jetzt bei ihm 57. Ja, würde ich sagen, ja. Bevor wir durch das Tor gehen, loote ich die Person da. Ja. Speicher hier, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir rein. Dann knöpfen wir uns die Alte vor. Bis dann. Tschüss. Oder? Mal überlegen. Wir haben jetzt auch nicht so viel gemacht. Ausgerüstet. Bisschen geprügelt. Aber wir können noch ein kleines bisschen können wir noch machen. Aber ich speichere vorher erstmal. Spielspeicher auch.
hinten steht sie. Baroness. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen das einfach. Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon. Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüdend. Achso, sie ist eine Blutmagierin, also. Könnt ihr mir das mit dem von mir verneigen nochmal erklären? Es dürfte kein Problem sein, euch erneut zu besiegen. Oh, tatsächlich. Nun, wir werden sehen, nicht wahr? Scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Die Baroness. Sexy. Nicht. Scheiße. Okay. Ich gehe direkt auf sie über und dann. Zack, da. Komm. Nun ist es vollbracht. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Mein Schwur ist erfüllt. Mögen die Opfer des Wahnsinns dieser Frau in Frieden ruhen, wo auch immer sie nun sind. Ihr wisst nicht, wohin sie gegangen sind? Nein. Die Geister glauben, dass es noch einen Ort jenseits des Nichts gibt, aber wir haben auf derartige Fragen nicht mehr Antworten als ihr Sterblichen. Mir ist die Rückkehr ins Nichts verwehrt. Ich bin hier gefangen im Körper dieses grauen Wächters. Es gibt noch Erinnerungen dieses armen Mannes. Sie sind unklar, aber es war ein grauer Wächter. Die dunkle Brut hat ihn getötet. Jener, den man den ersten nennt? Ich war. Die Dunkelbrut sind jene Kreaturen, gegen die die grauen Wächter kämpfen. Und das war auch euer Bestreben, als ihr ins Nichts gelockt wurdet. Ja, nun verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich weiß nichts über diese Welt, nichts, was über die spärlichen Erinnerungen dieses grauen Wächters hinausgeht. Ich habe nicht den Wunsch, zu sterben. Was soll ich tun, Sterblicher? Ihr scheint ein Wesen edler Gesinnung zu sein, und ihr stammt aus dieser Welt. Habt ihr einen Rat für mich? Nichts über diese Welt. Wirklich überhaupt nichts. Die Dämonen suchen nach den Träumern. Jenen Sterblichen, die das Nichts betreten. Und nähren sich aus ihren Erinnerungen. Meine Art kennt dieses Verlangen nicht. Wir bedauern euch Sterbliche, die ihr an diesem trostlosen Ort gefangen seid. Und nun bin ich selbst gefangen. Ich habe hier keine Aufgabe. Kein Ziel. Kommt bitte mit, den Körper, den ihr beiwohnt, war der eines grauen Wächters. Ihr meint, ich soll die Mission dieses Sterblichen fortsetzen? Als grauer Wächter? Es war einer der dunklen Brut, der diesen Sterblichen so niederträchtig ermordet hat. Und die Verantwortlichen sind noch am Leben. Diesen Tod zu rächen, ja, das wäre ein Ziel. Nun gut, wenn ihr es gestattet, würde ich mich euch anschließen, grauer Wächter. Gerne. Natürlich. Soll ich euch ab jetzt Christoph nennen? Das ist nicht mein Name. Ich habe keinen Namen. Nur eine Tugend, nach der ich strebe. Und wenn ich einen Namen benötige, dann nennt mich bitte so. Ich bin Gerechtigkeit. Und fürs Erste bin ich froh, an eurer Seite zu reisen, grauer Wächter. Cool. Das war eigentlich nicht so schwer, der Kampf gegen die Baroness. Achso, das müssen wir mal wegmachen. Bei ihr, und sie kann auch aufsteigen. Würde ich sagen, wir können dann auch wieder zurückgehen. Wenn wir fertig waren. Rache der Natur, klingt gut. Schauen wir mal, was nehmen wir denn dafür raus? Warte mal, was nehmen wir denn dafür raus? Wo kommen die Kräuterkunde? Weg. Haha, cool. Jetzt haben wir eine Person mehr. Müssen wir zurückgehen, aber ich würde sagen, machen wir im nächsten Part, ne? Ja, oder sollen wir noch hier diese ganzen Hinweise nachgehen? Wir können die Baroness auch looten. Haben wir auch gar nicht gemacht. Sexy Baroness. Wie ihr wünscht. Schlüssel zum Lager am Hafen. Ist da noch was? Ich schau mal schnell nach. Ist noch mehr Loot? Loot. Könnte ein Kampf wieder werden. Ah.
Ruhe. Okay, das ist schon einiges. Alter, ist hier viel. Oh. Das lohnt sich ja hier nochmal herzugucken. Boah. Ich nehme erstmal alles mit. Ich bin erfreut. So ein Schwert. Ah, das ist ein Schwert. In Ordnung. Und ein Drachenknochen. So, okay. Haben wir hier irgendwas für unsere Leute? Ein Zweihänderschwert, wow. Nee, braucht keiner. Aber noch irgendwas? Nein. Okay. Haben wir hier was? Wow. Handschuhe aus Dracoleder. Feuerstampfer. Hier? Feuerrüstung wird meistens mit Feuer auch angegriffen. So. Mal hier. Das ist was für Enders. Ring der Härte. Warte. Da. Noch irgendwas? Nee. Aber 6 Konstitution, 1 plus 1,5 Gesundheitsregeneration Kampf. Man kriegt sie dann. Statt dieser Kälte. So, ich hab den falschen jetzt rausgeschmissen. Ist der? Ja. Gut, dann ziehen wir dich auch mal um. Zack. Der ist nicht besohlt, aber er. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.